Heutzutage sind viele Autos elektrifiziert, unter anderem hier auch der Volvo V60 hier neben mir als Plug-in-Hybrid und richtig viel Power. Aber es gibt auch die Hybride als Kleinwagen und hier zum Beispiel im Fiat 500 Hybrid. Das ist kein Plug-in-Hybrid, sondern ein Mild-Hybrid, ganz genauso wie hier der Suzuki Swift auch ein Mild-Hybrid ist mit 12-Volt-System, nicht 48 Volt. Mild-Hybrid-System, sondern die beiden ganz einfach und im kleinen Wagensegment ganz simpel gemacht mit diesem 12-Volt-System. Und um diese beiden Fahrzeuge hier, den Fiat 500 Hybrid und den Suzuki Swift Hybrid, beide mit 3-Zylinder-Motor und beide mit 1 Liter Hubraum, da geht es jetzt in dem Vergleich, ob sich der mehr lohnt, ob sich der mehr lohnt. Mal schauen, der Volvo V60, den haben wir gesondert in einem separaten Review, das auch unten verlinkt ist. Aber mit den beiden, da geht es jetzt los und das sehen Sie jetzt im Folgenden. Ja, mittlerweile ist die Elektrifizierung auch bei den Kleinwagen angekommen und wir haben hier zwei Kleinwagen stehen, wie Sie gerade schon gesehen haben. Zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten den Fiat 500 Hybrid in Taugrün, einer schönen Farbe, und zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken den Suzuki Swift Hybrid. Ihn gibt es schon etwas länger, ihn gibt es seit Ende 2017 auf dem Markt. Das ist schon echt relativ lang. Ihn gibt es erst seit kurzem. Den Fiat 500 Hybrid, der ist seit Januar 2020 bestellbar. Deswegen ist er auch frisch aus Italien hier eingetroffen bei uns. Und wir haben jetzt diese beiden Fahrzeuge gegenübergestellt, weil sie von ihrer Technik ziemlich ähnlich sind, sehr ähnlich sogar. Wir haben hier zum einen, um mal die Ähnlichkeiten abzuklopfen, wir haben zum einen einen 1 Liter 3-Zylinder Motor in dem drin, in dem auch. Und wir haben auch dieses Mild-Hybrid-System, 12 Volt, auch 12 Volt hier drin sitzen. Und beide Batterien sitzen auch noch unterm Fahrersitz, also hier unterm Fahrersitz und da auch unterm Fahrersitz, sodass Sie in das System hier, in das Gesamtsystem hier immer Ihre Energie einspeisen. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Automotiv.de. Mein Name ist Benjamin. Wir schauen uns diese beiden Fahrzeuge hier an. Welcher süßer ist, ist schon klar von vornherein. Es ist natürlich der Fiat 500, aber welcher für den Alltag und auch das bessere Gesamtpaket bietet, das sehen wir jetzt im Folgenden. Ja, den Suzuki Swift Hybrid hier. Wir hatten den Suzuki Swift Sport schon im Test. Verlinkung ist auch unten. Der Hybrid unterscheidet sich vom Sport natürlich mit etwas weniger Leistung und auch mit einem nicht ganz so sportlichen Auftreten. Aber immerhin fährt er gar nicht mal so viel unsportlicher, denn dieser Hybridantrieb, der pusht ihn ganz schön ordentlich mit 3,6 Kilowatt, unterstützt er die Maschine hier und die ist direkt angeflanscht, die E-Maschine, an den Motor hier, an den 1,0 Liter Dreizylinder Motor und gibt ihm beim Anfahren, ganz genauso auch wie beim Fiat 500 Hybrid, beim Anfahren einfach ein bisschen mehr Push und das ist halt effizienter und man hat dadurch ein bisschen mehr Drehmoment. Wir haben hier beim Suzuki Swift Hybrid einen etwas stärker motorisierten Antriebsstrang mit 111 PS hier und 170 Newtonmeter Drehmoment hier. Alles auf die Vorderachse. Beim Fiat 500 hier auch alles auf die Vorderachse. Da haben wir leider nur 92 Newtonmeter Drehmoment und tatsächlich nur 70 PS. Das aber trotzdem von den Papierwerten eher deutlich langsamer ist, 13,4 Sekunden von 0 auf 100. Der Suzuki Swift Hybrid, der braucht da 10,4, 10,5 Sekunden von 0 auf 100, also deutlich, deutlich schneller. Klar, in den Abmessungen ist der Fiat 500 natürlich ein bisschen kürzer und wir haben ihn natürlich auch nur als Dreitürer, den Suzuki Swift Hybrid hier, den gibt es als Fünftürer. Preislich sortieren die beiden sich natürlich unter 20.000 Euro ein. Sie sind aber dennoch unterschiedlich. Wir haben ihn hier, den Swift Hybrid, stehen mit in der Komfort Plus Variante. Die Komfort Variante, die liegt so bei über 17.000 Euro, knapp drüber. Die Komfort Plus Variante, die ist hier bei 19.990 Euro, so wie er hier steht. Also ordentlich teurer als der Fiat 500 Hybrid, denn der Fiat 500 Hybrid in der Launch Edition hier, nicht in der Einstiegsversion. In der Einstiegsversion, die Pop-Version ist ja die Einstiegsversion, da kostet er knapp über 13.000 Euro. Aber hier in dieser Version mit Glasschiebedach, wobei das auch in der Launch Edition optional ist, kostet er hier Grundpreis um die 17.600, so wie hier steht, sind wir bei 18.200, 18.300. Das heißt, die beiden Fahrzeuge unterscheiden sich so ungefähr eine Preisdifferenz von 2.000 Euro. Dass der hier der knuffigere ist, habe ich schon am Anfang gesagt, aber es geht natürlich auch um Ausstattungen. Und wir haben hier bei beiden Fahrzeugen 16 Zoll.
wie in der Lounge Edition hier. Wir steigen beim Fiat 500 Hybrid ein mit 14 Zoll Felgen, gehen dann bei der Rock-Version oder Rockstar-Version 15 Zoll und haben hier dann die speziellen 16 Zoll Räder drauf. Beim Swift Hybrid haben wir von vornherein 16 Zoll Räder, die sind hier auch montiert. Ja, die Farben, klar, wir haben hier Mineral Grey Metallic und wir haben hier Tau Grün. Die Farbe hier ist eine Metallic-Farbe, die Farbe hier ist auch eine Metallic-Farbe, genau, beides Metallic-Farben. Thema Lichttechnik, relativ ähnlich. Wir haben hier Voll-LED-Scheinwerfer, hier auch Voll-LED-Scheinwerfer. Wir haben auch eine Signatur hier unten und auch eine LED-Signatur, das passt auch. Im Interieur sehen wir gleich, unterscheiden die sich beide auch natürlich durch verschiedene Funktionen und Komfort-Features. Aber jetzt schauen wir die beiden nochmal an, wie sie am Heck ausschauen und wie sie am Heck so stehen. Während wir zum Beispiel jetzt beim Fiat 500 Hybrid hier hinten Trommelbremsen haben wir beim Swift Hybrid Scheibenbremsen, kleine Scheibenbremsen hier an der Hinterachse und auch natürlich unterscheiden sich die Kofferraumvolumina neben den Türen, neben der Anzahl der Türen auch deutlich. Wir haben hier ein Kofferraumvolumen von 250 Liter, während wir beim Fiat 500 ein Kofferraumvolumen haben von 185 Liter. Klar lässt sich das alles noch umklappen. Und dann ist das Kofferraumvolumen bei beiden relativ groß, weil doch die Tiefe hier gegeben ist bei beiden Fahrzeugen. Wir haben dann hier so ungefähr, also über 500 Liter haben wir bei beiden auf jeden Fall sicher drin. Was hier noch toll ist, ist Thema Nachhaltigkeit. Während Suzuki da eher nicht so viel macht, macht Fiat hier sich ordentlich Gedanken. Beide sind sehr effizient und beide haben sich Gedanken gemacht, beide Firmen, über diese ganzen Sachen. Aber hier Fiat zum Beispiel, das habe ich in dem Einzelreview von dem Fahrzeug schon gesagt, pflanzt Bäume in Deutschland. Wenn man einen Fiat 500 Hybrid kauft oder Fiat Panda Hybrid, dann kriegt man sowas. Und nee, man kriegt das nicht, sondern das ist nur exemplarisch jetzt für uns als Medien. Man pflanzt dann hier 5 Bäume, die dann innerhalb von ihrer Erlen 120 Jahre alt werden können und pro Jahr, wenn sie denn dann mal ausgewachsen sind, so 5 bis 6 Tonnen CO2 speichern können pro Jahr und 4 Tonnen Sauerstoff produzieren können. Das, wenn man das hochrechnet auf eine jährliche Laufleistung mit diesem Fahrzeug hier von 30.000 Kilometern, dann hat man so bei einem CO2-Ausstoß pro Kilometer von 94 Gramm laut WLTP, also rechnen wir mal mit 100 Gramm im Realzyklus, hat man hier 3000 Kilogramm CO2 produziert. Und dann mit den 5 Bäumen, die so viel CO2 bunkern und so von 4 Tonnen Sauerstoff quasi nochmal neu produzieren, da lohnt sich das. Und dann kann man auch eine kleine Flotte an Fiat 500 dann unterhalten und braucht nicht so das wahnsinnig schlechte Gewissen zu haben. Das ist einfach nett, dass sich Fiat darum kümmert und macht einfach die Marke dadurch sympathischer. Ja, ansonsten, das Allerwichtigste ist natürlich, wie sich diese beiden Fahrzeuge fahren. Wir starten jetzt mal mit diesem Fiat 500, drehen eine ganz kurze Runde und dann in das Auto und dann kommt es noch zum Fazit. So, Fiat 500 Hybrid. Wir haben es ja schon im Einzelreview, haben wir das ja schon gehabt, das Auto. Aber wir fahren jetzt hier trotzdem noch mal eine Runde. Dann haben wir den komplett direkten Vergleich zu diesen beiden Fahrzeugen. Man merkt hier gleich am Anfang, das war bei dem Einzelreview noch nicht so, dass die Batterie jetzt voll ist. Und man merkt den Batteriepush, der von unten kommt. Das ist echt angenehm, weil man so dieses elektrifizierte Gefühl so ein ganz, ganz, ganz bisschen merkt. Und das merkt man deswegen, weil einfach das Drehmoment höher ist. Wenn ich jetzt hier Gas gebe, dann merke ich, dass der Motor arbeitet, aber er Unterstützung bekommt von irgendeiner noch mehr Kraft, die aber nicht der Turbolader ist. Und das ist echt angenehm, das zu spüren und damit zu fahren. Und das erleichtert dem Fahrzeug einfach seine Drehfreudigkeit. Wir haben hier noch ein paar Gimmicks eingebaut, noch ein paar Features eingebaut hier im System. Können wir durchschauen und dann ist es hier, ich suche mal gerade die Darstellung, die hier anzeigt, wie die Energierückgewinnung ist. Genau, wir haben jetzt hier, seitdem ich zurückgesetzt habe, eine Energierückgewinnung von 0,41 Kilowattstunden. Das scheint nicht viel, aber das ist ja hier bei dem Mild Hybrid immer auf sehr niedrigem Niveau das Ganze. Wenn ich hier mal weiterschalte, den Durchschnittsverbrauch
und die Ansicht, wie jetzt rekuperiert wird, wie die Batterie hier belastet wird. Jetzt gehe ich vom Gas, jetzt sind gleich die grünen Pfeile nach hinten. Moment. Jetzt kommen die grünen Pfeile nach hinten, jetzt wird die Batterie geladen, weil das Auto rekuperiert. Der Reiz an dieser Mild-Hybrid-Sache ist ja, dass ich nicht extern Stromenergie hinzufügen muss, sondern dass er das alles selber macht, autark in seinem System. Und das ist wirklich eine echt schöne Sache. Das heißt, beim Bremsen und beim vom Gas gehen macht er das alles selbstständig und managt seinen eigenen Batteriehaushalt. Übrigens, Wendekreis hier natürlich von dem Fiat 500 ist echt cool. Ist echt flink. Und das macht ihn so zu einem kleinen, flinken Stadtauto. Und obwohl 13,4 Sekunden von 0 auf 100 echt langsam klingen, ist er echt ein quirliges, kleines Ding, mit dem man auch hier ein bisschen flott durch die Kurven fahren kann und sich im Stadtverkehr dadurch auch echt seine Vorteile erarbeiten kann. Ja, genau. Jetzt merke ich auch, wenn ich jetzt hier vom Gas gehe, dann rollt er nicht schön aus, sondern ich merke, er treibt irgendwas an. Eine größere Lichtmaschine, klar, die unter der Haube ist, der Riemenstartergenerator, der auch rekuperiert. Und dann ist auch der im fünften Gang selbst der Motorschub, also die Rückgewinnung, einfach die Rekuperation einfach so stark, dass man das spürt beim Bremsen, wie bei einem Elektroauto, das ja auch der Fall ist mit den verschiedenen Rekuperationsstufen, wird ja auch die Stärke dieser Rekuperation dann beeinflusst. Entweder durch Schalter oder durch das Gaspedal, durch die Gaspedalstellung. Hier ist es einfach nur eine Gaspedalstellung, eine vorprogrammierte Kennlinie. Genau. Und das macht ihn effizient und das macht ihn ebenfalls auch sportlich, also in seinem Umfang. Aber das macht Laune, auf jeden Fall macht es Laune. Mal sehen, ob das jetzt beim Suzuki Swift mehr ist. Ich schätze ja, weil er hat ja deutlich mehr Leistung. 70 PS hier und 111 PS bei ihm. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen sportlicher zugehen. Das werden wir jetzt gleich erfahren. So, Suzuki Swift Hybrid. Wir haben ja ein Keyless-System. Das haben wir beim Fiat 500 nicht. Da müssen wir den Schlüssel noch reinstecken. Jetzt muss ich nur ganz kurz die Lüftung ein bisschen runterstellen. Genau. So, jetzt haben wir hier gleich, das können wir gleich am Anfang mal zeigen, dass die gleiche Anzeige jetzt wie im Fiat 500 Hybrid hier in der Mitte, nur mit einer anderen grafischen Darstellung. Und wenn ich jetzt Gas gebe, müsste man gleich sehen, genau, dann fängt vorne an, der Motor grafisch zu zeigen. Moment, ja genau, jetzt sieht man es gleich besser auf der Geraden hier. Grafisch zu zeigen, okay, er ist aktiv. Wenn ich jetzt vom Gas gehe, dann müsste er jetzt rekuperieren. Genau, jetzt rekuperiert er, zeigt mir das auch an. Und die Batterie ist 3 von 5 Strichen, also 3/5 voll. Und auch hier beim kurzen Beschleunigen merke ich, ich fahre jetzt genau die gleiche Strecke, die ich mit dem Fiat 500 auch gefahren bin, merkt man, dass der Schub von unten rauskommt und den Motor unterstützt. Hier ist natürlich deutlich, deutlich der Unterschied da zum Fiat 500 Hybrid in der Leistung. Das, was ich eigentlich schon dachte, dass hier es deutlich, deutlich mehr vorwärts geht. Und das ist auch ganz gut so. Denn der Suzuki Swift ist ja positioniert eher als so ein japanischer Nippon Racer. Und das ist er auch. Wir sind schon auf 100 km/h. Die Batterie, die drückt hier über die E-Maschine, über den E-Motor ordentlich Energie rein. Und da kann man mit den 111 PS und vor allem 170 Newtonmeter Drehmoment echt seinen Spaß haben. Er fährt sich direkt die manuelle Fünfgang-Schaltgetriebe im Gegensatz zum Fiat 500, der nur ein Sechsgang-Schaltgetriebe hat, ist aber trotzdem hier super definiert, die Gassen und so. Auch das macht Spaß. Jedes Auto macht so für sich Spaß. Der Wendekreis ist fast so wie beim Fiat 500, aber nicht ganz so eng, klar.
Das Auto hier ist ja auch ein bisschen länger, hat einen größeren Radstand, ist dadurch auch stabiler auf Autobahnen, auf der Landstraße, wenn man auch gerade bei höheren Geschwindigkeiten fährt. Und höhere Geschwindigkeiten ist das Stichwort, während der Fiat 500 Hybrid mit Mühe und Not so gerade mal seine knapp 160 erreicht, schafft er hier deutlich seine 190 und das echt spielerisch, relativ spielerisch, ohne dass ihm die Puste ausgeht. So, und jetzt rekuperiere ich wieder, jetzt gehe ich vom Gas und ich merke hier aber nicht so ein starkes Rekuperationsverzögerung wie beim Fiat 500. Das ist hier ein bisschen weniger, aber trotzdem spürt man einfach, dass was mitbremst, dass es irgendwas einen größeren Widerstand darstellt. Also sportlich fährt er auf jeden Fall und Spaß machen tut er auch. Direkt ist er. Das ist echt ein großer Unterschied in diesen beiden Fahrzeugen. Klar, obwohl sie eigentlich die gleiche Basis haben, den gleichen Basismotor von der Größe her und von der Zylinderanzahl und auch das ähnliche System, Hybridsystem, aber unterschiedliche Ausprägungen für unterschiedliche Charaktere. Ja, der Suzuki Swift Hybrid macht natürlich extrem viel Spaß, also nicht extrem viel Spaß, aber macht Spaß. Man denkt es gar nicht, denn der Elektropush, der dann da kommt, den spürt man tatsächlich. Es ist zusätzlich zu dem Turbolader noch ein Gefühl beim Beschleunigen, das nochmal den Motor etwas leichter beschleunigen lässt. Und das ist natürlich echt eine schöne Sache mit so viel Leistung, wie er hier hat. Das gleiche Gefühl hat man tatsächlich aber auch hier beim Fiat 500 hier, der auch diesen Elektropush von unten hat. Natürlich, klar, ist auch das also ein ähnliches System, das die beiden ja teilen. Klar, von der Optik auch wieder finde ich den hier deutlich süßer. Er steht einfach goldiger da. Die Sympathiewerte sind natürlich auf Fiat-Seite, aber wer es ein bisschen sportlicher haben will, ein bisschen knackiger haben will, der entscheidet sich für den Suzuki Swift. Wer auf den Stil ein bisschen mehr Acht geben möchte und sich da besser wiederfindet hier in diesem Fahrzeug hier, das kann ich natürlich nachvollziehen. Dann muss man eben auf ein bisschen Leistung verzichten. Auf den Überlandfahrten, da merkt man ganz genauso über Beschleunigung, dass ein bisschen der Gewichtsunterschied hier noch zum Tragen kommt. Wir haben natürlich hier ein bisschen mehr Gewicht. Das denkt man gar nicht, weil das Auto eigentlich ein bisschen kleiner ist als der. Aber der Suzuki Swift wiegt 950, der Fiat 500 Hybrid hier, der wiegt 1050. Also eine Differenz von 100 Kilo, die man dann schon mal spürt. Und auch hier ist der Schwerpunkt höher als beim Suzuki Swift. Deswegen macht es den Suzuki Swift deutlich sportlicher als den Fiat 500. Auch hier sitzt man einfach ein bisschen höher als im Suzuki Swift. Interessant ist noch, was sich unter den beiden Hauben hier befindet, und zwar optisch. Deswegen mache ich jetzt noch ganz schnell die beiden Motorhauben auf, damit man sich das hier anschauen kann, was da noch darunter ist. Wie gesagt, wir haben einmal 111 PS und einmal nur 70 PS. Wie das Ganze hier aussieht, das sehen wir jetzt. Wir haben hier tatsächlich, habe ich vorhin schon mal gezeigt, einen relativ kleinen Motor und viel Platz hier darunter. Da unten die Lichtmaschine, die ist etwas größer. Die wirkt dann tatsächlich auch als Generator für dieses ganze System. Hier passt auch noch ein Vierzylinder drunter. Denn das Auto, das gibt es ja noch mit Vierzylinder. Und hier darunter, da habe ich selbst auch noch gar nicht geschaut. Bei beiden Autos übrigens haben sich die Öldämpfer hier gespart, die tatsächlich hier die Motorhaube halten. Wir haben bei beiden nur einen Stab. Deswegen halte ich es jetzt mal ganz manuell mit meinen Händen. Hier haben wir die ganz normale Batterie für das ganze Bordsystem und so. Die kennen wir ja. Und die Batterie, die für den ganzen Motor und für das Antriebssystem hier funktioniert, die ist ja unter dem Fahrersitz bei beiden Fahrzeugen. Die können wir natürlich jetzt nicht zeigen und nicht sehen. Ansonsten ist hier noch relativ viel Platz, das sieht man auch. Da passt auch ein leicht größerer Motor noch unter die Haube. Ansonsten, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren hier unten und die verschiedenen Einzelreviews dieser einzelnen Modelle noch anzuschauen. Dann können wir uns beim nächsten Mal im nächsten Video auch noch sehen. Ich freue mich auf Sie.